nochmal etwas, worauf ich eben schon hingewiesen habe. Unterstützung wird auch gebraucht, weil am Montag, den 30.09., der dritte Jahrestag des Schwarzen Donnerstags sein wird. Deshalb gibt es am 30.09. eine besondere Montagsdemo, für den es auch einen extra Flyer gibt. Der soll in alle Briefkästen in Stuttgart und Umgebung verteilt werden. Bitte versorgt euch vorne an dem Ausgabestand, und zwar ist das der erste Stand von der Bühne aus gesehen rechts. Die könnt ihr mitnehmen und verteilen. Und jetzt begrüße ich sehr herzlich Hans-Jörg Jeckel hier auf der Bühne. Hallo Hans-Jörg. Hallo Angelika. Du bist vom Vorbereitungsteam für die Aktion Stuttgarter Stern. Es gibt auch Flyer und Fahrkarten vom historischen Sonderzug am 28. September, ich glaube an der Mahnwache. Warum heißt eigentlich der Sonderzug Stuttgarter Stern? Ja, hallo Stuttgart. Der Stuttgarter Stern hat nichts mit Daimler zu tun, was man vielleicht annehmen könnte, sondern rings um Stuttgart vier Kreisställe, die so sternförmig liegen. Wir wollen zeigen, dass diese schon heute auf der Schiene schnell und direkt verbunden werden können. Also Waiblingen, Esslingen, Ludwigsburg und Böblingen. Und was wollt ihr mit dieser Aktion erreichen? Ja, wir wollen endlich wieder Druck machen, dass diese Sachen, die schon so oft diskutiert wurden, Anträge gab es, dass die endlich realisiert werden. Also in ein, zwei Jahren zeitnah Verbesserungen im Regionalverkehr schaffen, insbesondere für die Berufspendler. Und dazu haben wir auch zu diesem Sonderzug die Landräte der vier Kreise, die Oberbürgermeister, die Presse, den Verband Region Stuttgart und das Verkehrsministerium eingeladen. Ja, das klingt ja echt toll. Welche konkreten Verbesserungen schlagt ihr denn vor? Ja, angefangen vielleicht von der wichtigen Güterumgehungsstrecke von Untertürkheim nach Bornwestheim, auch Schusterbahn genannt. Wenn man sich das auf der Karte anschaut, dann ist das eine ganz gerade Verbindung von Esslingen nach Ludwigsburg. Und wir werden dem Sonderzug das zeigen, dass man unter 25 Minuten mit Zwischenhalten von Esslingen nach Ludwigsburg fahren kann. Eine Zeit, die mit dem Auto im Berufsverkehr nie zu schaffen ist und gegenüber dem Weg über den Hauptbahnhof mehr als 10 Minuten spart. Die weiteren Sachen nur noch mit der Neubahn von Ludwigsburg nach Böblingen, auch das kann 10 Minuten sparen. Und endlich muss Stuttgart-Vaihingen wieder ein Regionalhalt werden, wo auch die Regionalzüge halten, damit man besser zum Flughafen kommt. Dazu bei, dass hier Mobilität ohne Stau und Klimabelastung möglich wird, viel mehr als der Stern da oben auf dem Turm. Viel Erfolg! Ja, wer noch genaueres dazu lesen will, auf filterbahnhof.net sind unsere Informationen gesammelt. Zwei große Presseartikel, die Stuttgarter Zeitung hat schon dazu berichtet. Dort kann man einiges nachlesen und ich möchte die Gelegenheit nutzen, der Capella Rebella, die auch mit dabei sein wird, die 10 bestellten Fahrkarten zu übergeben. Also mit eurer Musik werden wir dann auch für die richtige Stimmung im Sonderzug sorgen. Dankeschön. Leider können nur 250 trotz Stehplätzen mitfahren, aber es ist natürlich für jeden möglich, den Sonderzug unterwegs an den Kreisstätten oder an den Unterwegshalten zu begrüßen. Oben bleiben!